Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20, die Große Anfrage der Abg. Löber, Hofmann, Gremmels, Lotz, Müller, Schwalmstadt, Schmidt, Siebel, Warnecke, Dr. Sommer, SPD und Fraktion betreffend Trinkwasserversorgung in Hessen, Drucksache 19/5004 zu 19/3931. Als erste Kollegin hat sich Frau Kollegin Löber zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Erinnern Sie sich noch, wie das war, als Sie in die Schule gingen und nachmittags vor den Hausaufgaben saßen, wenn draußen die Sonne schien? Oft wurde dann lieber draußen gespielt und die Hausaufgaben vergessen. Es fühlen sich direkt welche angesprochen. Im Entdecken von Ausreden waren wir als Schüler dann sehr erfinderisch. Eine plausible Ausrede, die der Lehrer akzeptieren würde, war aber nicht immer leicht zu finden. Genau so, meine Damen und Herren, liest sich die Beantwortung der Großen Anfrage meiner Fraktion bezüglich der Trinkwasserversorgung in Hessen. Sie, Frau Ministerin Hinz, scheinen mir eine plausible Ausrede präsentieren zu wollen. Sie winden sich, sind zögerlich, halten sich zurück, schieben von sich, ganz nach dem Motto, was ich nicht richtig weiß, macht mich nicht heiß. Mir scheint, Sie wollen keine Verantwortung für unser Trinkwasser übernehmen. Und an diesem Punkt stellt sich mir die Frage, warum? Warum geben Sie uns keine detaillierten Antworten auf unsere Fragen? Vielleicht, weil die Fragen für Sie zu unbequem sind? Danke schön. Rein organisatorisch sind in Hessen die Kommunen zuständig für die Wasserversorgung. Die Betreiber der Wasserwerke müssen für die Sauberkeit des Wassers sorgen und es zur Verfügung stellen. Das, werte Verantwortliche der Landesregierung, erlaubt ihnen nicht, sich wegzudrücken, zurückzulehnen und die Verantwortung von sich zu schieben. Sie sind als Regierung in der Pflicht, vorausschauend zu denken, weiterzublicken. Sie wollen nichts zu tun haben mit der Finanzierung von Trinkwassergewinnungsanlagen, ihrer Instandhaltung, der technischen Umrüstung und modernen Versickerungsanlagen. Darum sollen sich Kommunen und Betreiber kümmern. Bezahlen soll es der Verbraucher. Ich zitiere: Seitens der Kommunen und/oder der Wasserversorgungsunternehmen sind kostendeckende Wasserpreise und Gebühren zu erheben, sagen Sie. So kommen Sie Ihrer Daseinsvorsorgepflicht nicht nach. Hier üben Sie die Kunst des Von-sich-Weisens. Die Betreiber sollen auch die Landwirte entschädigen, die Kläranlagen ausbauen und das Problem von Verunreinigungen lösen. Die Qualität des Wassers wird nur fortlaufend überprüft. Sie können nicht einmal sagen, wie oft dies der Fall ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen Sie diese Themen ernsthaft von sich weisen und so tun, als hätten Sie keine Handhabe? Gleiches gilt für das gewichtige Thema der Verunreinigung aus Pharmaindustrie, Chemie, Landwirtschaft und Privathaushalten in unserem Wasser. Sie scheinen einfach nicht wissen zu wollen, was da wirklich los ist. Sie bewerten das Risiko nicht, wollen den Eintrag nicht wirklich minimieren, machen die Thematik fast zum Tabu und schieben alle Verantwortung in die Hände der Betreiber. Wollen Sie es bewusst nicht wissen, da Sie dann reagieren müssten? Ist das etwa verantwortungsvolles Regierungshandeln? Eher nein. Zur Frage nach der Einführung einer vierten Klärstufe präsentiert das Umweltministerium zwei Pilotprojekte, die finanziell gefördert werden. Das ist aber kein Paukenschlag, keine Sensationsmeldung, werte Frau Ministerin. Es ist doch nicht Ihr Ernst, dass unser hochentwickeltes Hessenland in Sachen vierte Klärstufe noch im Pilotstadium feststeckt. Aus Nachbarbundesländern liegen detaillierte Studienergebnisse vor, auf die Sie leicht hätten zurückgreifen können. Bereits im Jahr 2012 hat in Nordrhein-Westfalen der grüne Umweltminister Johannes Remmel eine vierte Klärstufe in Gütersloh eingeweiht.
nachdem diese ein Jahr erprobt wurde. Es ist lange bekannt, was eine vierte Reinigungsstufe leisten kann und was eben auch nicht. Wir wissen doch alle sehr gut, welche Mikroverunreinigungen welchen Gegenden in Hessen unser Wasser belasten. Wir brauchen kein Pilotprojekt in Hessen. Wir brauchen engagiertes Handeln bei den Verursachern der Verunreinigung und dann auch bei der Reinigung selbst. Wir müssen uns bewusst darüber werden, dass es Verunreinigungen gibt, die auch eine vierte Reinigungsstufe nicht entfernen kann. Daher müssen wir auch dringend Konzepte entwickeln, die solche Verunreinigungen erst gar nicht ins Trinkwasser kommen lassen. Warum ergreifen Sie nicht wirklich klare Initiativen? Laut einer Beschwerde von NABU und BUND in Brüssel, bei der Deutschland die Nichteinhaltung der Wasserrahmenrichtlinie vorgeworfen wird, sind auch Rahmenbedingungen dafür angegriffen worden. Es gibt Überschneidungen in Kompetenzfragen. Die Zuständigkeiten sind anscheinend nicht klar. Aber eines ist klar. Verantwortlich für die Umsetzung der Richtlinie sind in Deutschland die Bundesländer. Sie stehen in der Verantwortung, ob sie wollen oder nicht. Diese Hausaufgaben haben Sie endlich zu machen. Kommen Sie endlich in Bewegung. Handeln Sie endlich, anstatt sich zu belobigen mit Pilotprojekten, Arbeitskreisen, Entwicklung von Leitbildern, Erstellung von Prioritätenlisten und Hochglanzbroschüren. Erst 21 der hessischen Gewässer sind in einem guten Zustand, wie ihn Brüssel fordert. 414 Wasserkörper dagegen befinden sich noch in einem mäßigen bis schlechten Zustand. Es wurde erst ein Sechstel der erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. Mit zwei Dritteln wurde noch nicht einmal begonnen. Von den insgesamt 400.000 Kilometern Länge deutscher Fließgewässer werden nur 127.000 Kilometer überhaupt erfasst. Das ist gerade einmal ein Drittel. Für Hessen bedeutet das, dass von den 24.000 Kilometern Fließgewässern nur 8.400 Kilometer überhaupt erfasst werden. Über 65% der hessischen Gewässer kommen somit in den Planungen überhaupt nicht vor. Für Sie sind erst gar keine Maßnahmen vorgesehen. Wie können Sie da zuschauen, frage ich Sie, meine Damen und Herren. Sie sollten sich endlich bewusst machen, dass unser Trinkwasser eines der wichtigsten Güter ist für das Leben und Überleben auf dieser Erde. Es wäre ganz schön, wenn es ein bisschen ruhiger hinter mir wäre. Vielen Dank. Das ist schön. Sie sollten sich endlich bewusst machen, dass unser Trinkwasser eines der wichtigsten Güter ist für das Leben und Überleben auf dieser Erde. Und auch wenn einige immer noch davon ausgehen, es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Gut, das geschützt und bewahrt werden will. Sie wollen ihr Handeln, wie Sie schreiben, an Bundesvorgaben einer beschlossenen Spurenstoffstrategie und EU-Vorgaben ausrichten. Aber gibt es denn neben den Pilotprojekten und Symposien überhaupt etwas, das Sie eigeninitiativ in dieser Angelegenheit tun? Und wollen Sie das überhaupt? Sie finden lange Wortreihen, in denen Sie immerzu beschreiben, warum Sie für Bestimmtes nicht zuständig sind. Ihre Antwort offenbart vor allem eins. Es fehlt die Leidenschaft in dieser Regierung. Sie fehlt beim Thema Trinkwasser, und sie fehlt ebenso, wie wir die Tage erleben durften, bei anderen Themen. Sie fehlt beim Willen, voranzugehen. Sie fehlt beim Einsatz für die Menschen in unserem Land. Ich bin enttäuscht von Ihnen und Ihrer Haltung. Warum zeigen Sie, Frau Ministerin, uns in den Antworten keine Perspektiven auf oder geben uns zumindest Signale, dass Sie sich bemühen, etwa indem Sie fehlende Informationen beschaffen wollen, Akzente setzen oder wenigstens ein Mindestmaß an Einsatz deutlich wird? Beginnen Sie doch einfach einmal. Lassen Sie sich nicht von der Opposition, von Umwelt- und Interessenverbänden treiben. Warten Sie nicht auf immer neue und weitere Runden und Analysen, sondern schauen Sie auch über den Tellerrand. Schauen Sie einfach einmal, was grüne Umweltminister in anderen Bundesländern bereits umgesetzt haben. Es wird Zeit, dass Sie erwachsen werden, meine Damen und Herren der Regierung. Die Zeiten des Schulkindes nämlich sind vorbei.
Erfinden Sie nicht weiter Ausreden für Ihre nicht gemachten Hausaufgaben. Und denken Sie daran, wir alle trinken dasselbe Wasser. Danke. Herzlichen Dank. Es spricht jetzt die Frau Kollegin Dorn, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, Frau Präsidentin ist wieder vorne. Frau Kollegin Löber, ich bin ein wenig überrascht über die Art und Weise, wie Sie diese große Anfrage lesen und wie Sie sie gelesen haben. Sie haben gesagt, dass die Antworten sehr spärlich ausgefallen sind. Ich habe jetzt noch einmal einfach die große Anfrage mitgenommen, damit man sich immer ein Bild machen kann. 12 Seiten ist beantwortet, 20 Seiten sind hier Anlagen. Wahrscheinlich haben Sie sich die Mühe nicht gemacht und haben erst die Fragen gestellt und dann nicht die einzelnen Daten herausgesucht. Aber Sie haben alle Daten vorliegen, die es überhaupt gibt für die Frage Trinkwasserversorgung in ganz Hessen. Wir könnten uns jetzt wirklich über den Main-Taunus-Kreis, den Odenwald-Kreis, Wetteraukreis von den Jahren 2005 bis 2015 unterhalten. Also, wie Sie hier sagen können, dass Sie wenige Informationen hier vorliegen haben, Frau Kollegin Löber, das geht wirklich an der Realität vorbei. Sie haben diese große Anfrage gestellt bezüglich der Frage Gewässerverunreinigung und der Frage von Arzneimittelrückständen. Insgesamt zeigt diese große Anfrage einmal wieder, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft für die vielen Menschen da draußen, dass das Grundwasser und das Trinkwasser in Hessen von sehr guter Qualität insgesamt ist. Das zeigt die große Anfrage. Und es zeigt sich, dass vereinzelt auch Arzneimittelrückstände nachgewiesen werden. Das ist übrigens nicht nur in Hessen so, das ist bundesweit ein Problem. Dem muss man sich auch bundesweit stellen. Und dem stellt sich auch die Landesregierung. Und ich weiß nicht, ob Sie die Möglichkeit hatten, Frau Kollegin Löber. Es gab ein spannendes Symposium im März. Ich hatte leider keine Zeit. Bei uns ist unsere Referentin gegangen. Da ging es nämlich um die Themen, wie greift man dieses Thema eigentlich von der Wurzel an an. Und da gab es ganz spannende Vorträge. Und ich habe mir sozusagen das berichten lassen bzw. dann die Unterlagen angeschaut. Und ich möchte jetzt mal einen Experten dann nennen, den Herrn Thomas Hillenbrand vom Fraunhofer Institut. Und die machen nämlich verschiedene Untersuchungen, was kann man denn tun. Und eine ganz spannende Frage, Frau Kollegin Löber, ist nämlich, dass die eine Frage die vierte Reinigungsstufe ist und das andere aber die Ursache ist. Und das wäre immer ganz schön, wenn Sie sich mit dem Thema dann auch so auseinandersetzen würden, dass Sie sich überlegen, was sind denn wirkliche Lösungen? Weil bei der vierten Reinigungsstufe sind wir sozusagen auf Ihrer Seite. Wir meinen auch, dass es gut ist, dass man mehr vierte Reinigungsstufen entsprechend tätigt, nämlich da, wo es sinnvoll ist. Und da ist die Landesregierung auch tätig gewesen. Die ist tätig gewesen in Langen. Das ist schon 2011 passiert. Da wurde jetzt das Projekt fortgeführt und erweitert um die Frage Mikroplastik und antibiotikaresistente Keime, ein neues Thema. Und gerade im August 2017 in Büttelborn und in Bickenbach, Seelheim, Jungenheim mit 2,7 Millionen €, da hat das Land 55% der förderfähigen Kosten übernommen. Das ist ganz konkret, wird hier getan, Frau Kollegin Löber. Und jetzt habe ich gerade gesagt, es ist wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil manchmal macht es Sinn, die vierte Reinigungsstufe. Aber wir sollten uns ja eigentlich auch einig sein, dass es erst einmal wichtig ist, dass man bei den Ursachen ansetzt. Und jetzt nenne ich einmal Ursachen genau für diese Thematik. Wann braucht man denn vierte Reinigungsstufe wäre ja ganz am Schluss, aber man muss ja vorne beginnen. Ein ganz wichtiger Aspekt sind Krankenhäuser. Wir haben nicht, nämlich ganz viele Arzneimittelrückstände durch die Krankenhäuser und den Urin, der sozusagen dann entsprechend in die Kläranlage irgendwann gerät. Und es wäre bei manchen Sachen ganz eigentlich relativ einfach, wenn man die Patienten entsprechend informiert und aufklärt, dass man, wenn es Röntgenmittel und solche Dinge gibt, dass man das auffängt. Dass es nicht in ja, so. Und jetzt Frau Kollegin Löber.
Was ist denn das? Haben Sie sich mit dem Thema einmal befasst? Warum ist es denn nicht, warum ist es eigentlich nicht so einfach? Weil man das freiwillig machen muss, weil man eine ganz große Informationskampagne braucht. Das hat sich da gezeigt. Ja, Frau Kollegin Löber, das sind alles Projekte, die das Land Hessen im Rahmen Ihrer Strategie, ich weiß nicht, ob Sie die mitbekommen haben, dass wir gerade eine Spurenstoffstrategie entwickeln, dass dieses Symposium die Grundlage gelegt hat, um Ideen zu entwickeln, um weiterzukommen. Und genau diese Punkte wurden nämlich angesprochen, wie schwer es ist, es umzusetzen. Das war ein sehr spannendes Projekt, aber es hat gezeigt, dass es sehr aufwendig ist, es ist sehr schwierig, Patientinnen davon zu überzeugen. Und es geht nur, und das ist nämlich der Punkt, Frau Kollegin Löber, es geht nur im Dialog und in der Kooperation mit den Krankenhäusern selbst. Und deswegen ist es kein Punkt, wo Sie sich hinstellen können und sagen können, ja, aber hier passiert ja nichts, sondern hier muss mit allen Beteiligten entsprechend im Dialog verhandelt werden. Und genau das passiert in der Spurenstoffstrategie, dass man hier von der Ursache aus anfängt, was Sie machen wollen. Und Frau Kollegin Löber, Sie schlagen nur die vierte Reinigungsstufe vor. Das haben Sie gerade gesagt. Und der Herr Hillenbrand sagt, dass es in den meisten Fällen gar keinen Sinn macht, das ist nämlich viel zu kostenintensiv und ist bei sensiblen Gewässern gar nicht richtig. Und er sagt, deswegen ist es so wichtig, bei der Ursache anzusetzen. Deswegen haben wir eine differenzierte Strategie, Frau Kollegin Löber, wie wir das Problem angehen. Und wenn Sie jetzt so wunderbar hier lachen, ich finde es ja wunderbar, dass Sie uns immer wieder hier versuchen, an Punkten grün zu überholen. Ich bin immer gespannt, ob das die Fraktion sozusagen trägt. Ich bin sehr gespannt auf die Frage, welche Haushaltsanträge Sie eigentlich für die vierte Reinigungsstufe entsprechend einbringen wollen. Ich hätte mich gefreut, Frau Kollegin Löber, wenn das Thema Wasser und Grundwasser und Schutz vor Verunreinigung schon immer so entsprechend stark von den Sozialdemokraten gemacht worden ist. Gerade hat mich der Kollege Bocklet noch einmal auf die Frage der rot-grünen Anfangsjahre erinnert und die Frage, wie wir gekämpft haben beim Thema Höchst und der Verunreinigung der Grundwasser. Bis heute haben wir Probleme. Und insofern, Frau Kollegin Löber, sich einfach hier hinzustellen, andere zu beschimpfen, dass sie nicht schnell genug sind, obwohl wir hier eine Menge investieren. Und ich habe noch vergessen, die eine Zahl Ihnen zu sagen bezüglich der Frage Wasserrahmenrichtlinie. 12 bis 13 Millionen im Jahr, 12 bis 13 Millionen jährlich und aus dem KFA weitere rund 20 Millionen. Ja, wir tun hier ganz viel. Und Sie können ja gerne sagen, wo wir konkret noch mehr machen. Sie können auch gerne Änderungsanträge für den Haushalt stellen. Aber nicht zum Symposium zu gehen, nicht mitzubekommen, dass es Strategien längst gibt, dass an den Ursachen angefangen wird, und dann immer wieder sich nur beschimpfen, hier hinzustellen, zu tun, als ob wir gerade ein riesiges Problem mit dem Trinkwasser haben und dazu noch Menschen zu verunsichern, das ist nicht verantwortlich. Lassen Sie uns über solche Dinge auch so reden, wie sie fachlich notwendig sind. Was braucht es in dieser Strategie? Wie kommen wir besser an die Ursachen ran? Was machen Sie eigentlich, Ihr Vorschlag, wie wir das mit den Krankenhäusern hinbekommen sollten, wo es gute Maßnahmen gibt, aber es sehr schwierig in der Umsetzung ist, die Leute zu überzeugen? Was ist denn konkret Ihr Vorschlag, anstatt sich hier nur alle zu beschimpfen? Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. – Das Wort hat der Abg. Dirk Landau, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Trinkwasserversorgung in Hessen ist gesichert. Und das Trinkwasser ist von hoher Qualität. Mir ist das deshalb wichtig, hier das so zu sagen, weil Frau Löber, Sie hier ein Bild gezeichnet haben, als wenn die Trinkwasserversorgung hier auf dem Niveau eines dritten Weltlandes ist. Das ist es ausdrücklich nicht. Dann lassen Sie mich da noch gleich ein zweites hinterher schieben. Wenn ich die Anfrage von Ihnen und Ihrer Fraktion zunächst gelesen habe, dann habe ich mich gefragt, was wollen die denn am Ende herausstellen? Sie haben mehr oder weniger mit Ihren Fragen, die Sie gestellt haben, eine Abfrage des Status quo formuliert. Und heute kommen Sie daher und machen einen Rundumschlag, der nicht in irgendeiner Weise zu den von Ihnen gestellten Fragen passt. Da frage ich mich, was zwischenzeitlich mit Ihnen und Ihrer Fraktion passiert ist. Ich hatte die Vermutung, als ich Ihre Große Anfrage gelesen habe, ja, hat man aus Langeweile ein Thema aufgegriffen, stellt ein paar Fragen dazu. Und eigentlich die Punkte, um die es geht,
Naja, die kratzen Sie mal gerade so, aber hier kommen Sie auf einmal an und kriegen genau die Punkte, die Knackpunkte alle vor, aber um sie völlig überraschend sozusagen als Generalangriff auf die Landesregierung zu formulieren. Und ich sage Ihnen, das geht so nicht, und es ist auch an der Wirklichkeit, Frau Dorn hat es gesagt, vorbei. Und da will ich Ihnen auch eins sagen. Die Landesregierung ist im intensiven Austausch mit allen Akteuren. Und das ist ganz wichtig. Ob das Hessenwasser ist, ob das die VKU ist, alle, die in dem Bereich unterwegs sind, die sagen nämlich eins. Ja, es gibt da Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, aber es gibt weder den einen Akteur, den Sie ansprechen können, noch gibt es die eine Lösung. Wenn Sie immer mit der vierten Reinigungsstufe ankommen, nein, ausdrücklich alle Beteiligten sagen, da kann man sich Gedanken zu machen, aber es ist weit davon entfernt, dass man damit all die Probleme, Spurenstoff usw. aus der Welt kriegt. Doch, das haben, genau so haben Sie es gesagt. Sie haben es. Es ist ganz wichtig, dass man beim Verbraucher anfängt, dass man beim Verbraucher ein Bewusstsein dafür schafft, seine Medikamente oder andere Dinge nicht in der Toilette zu entsorgen. Dass man vielleicht auch einherkommt, Medikamentenkonsum zu hinterfragen und nicht bei der erstbesten Gelegenheit irgendwelche Medikamente in Großpackungen kauft, die man am Ende nicht aufbraucht und sie dann auch noch entsorgt und die zur Belastung der Gewässer des Trinkwassers am Ende führen. Und wir müssen uns natürlich auch mit der Industrie zusammensetzen und müssen sagen, genau wie Frau Dorn es angeführt hat, Verursacherprinzip. Wenn industrielle Produkte in den Umlauf gebracht werden, dann müssen wir nachfragen, gibt es da möglicherweise Bestandteile, die uns hinterher bei der Wasserversorgung Probleme bereiten. Wir müssen nachfragen, und man muss uns auch sagen, wie die Produktionsmerkmale sind. Also haben Sie schon wieder einen anderen Akteur, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen. Und wir schaffen eine Lösung eben nur im Zusammenspiel aller dieser Akteure, um dann am Ende zu sagen, ja, wir haben mehrere Optionen, und wir müssen uns genau anschauen, welche Belastung denn wo auftritt, und müssen dann die geeignete Lösung finden. Und es ist doch nicht so, man könnte ja meinen, man täte da nichts in Hessen. Es wird doch viel geklärt, es wird ausgefällt, es wird gefiltert. Aber jede dieser einzelnen Möglichkeiten, die wir heute auch schon haben, über drei Reinigungsstufen, die zu ergänzen mit einer vierten, macht doch nur dann auch Sinn, wenn wir am Ende auch wirklich einen Effekt erzielen. Weil eins ist doch auch klar, Frau Löber, wenn wir uns über die vierte Reinigungsstufe unterhalten, dann unterhalten wir uns über einen hohen energetischen Aufwand, und wir unterhalten uns auch über eine Menge Geld. Da gibt es Zahlen, die einen sagen, bis 2021, wenn man das in Hessen umsetzen will, 160 Millionen, andere sagen, wenn man da nachrüstet, da eine halbe Milliarde. Und dann ist man noch bei einer Frage, die mir alle Akteure auch sagen. Wenn wir uns über solche Dinge unterhalten, auch Rückstoffgewinnung, dann müssen wir uns mit dem Kartellrecht auseinandersetzen, weil es schon auch eine Frage ist, die beantwortet wird. Ist dieses am Ende, wenn das notwendig ist, wenn manche Dinge auch von uns politisch gewollt sind, ist es am Ende auch so, dass es eingepreist werden kann? Oder müssen die Wasserversorger sehen, wie sie die Investition wie auch immer schultern? Ich glaube, das sind viele Fragen, die alle in einem Zusammenhang geklärt werden müssen. Und wenn wir da, und wir sind in dem Prozess, dazu Antworten kommen, dann können wir genau in der Strategie, die Frau Dorn erwähnt hat, uns dann auch weiter auf den Weg machen. Aber wir haben uns schon im Pilotverfahren, in anderen Dingen, mit dem Problem auseinandergesetzt. Und vor allem, wir haben sie auch schon erkannt. Sie haben sie offensichtlich erst auf dem Weg hier zum Rednerpult erkannt. Und deshalb muss ich sagen, ich bin von Ihrer Rede enttäuscht. Und kann auch hier an der Stelle der Landesregierung auch nur danken für die Beantwortung, diese umfangreiche Beantwortung der Anfrage, die, ich denke, ein gutes Bild gezeichnet hat und die auch genau aufgezeichnet, auch wenn Sie nicht nachgefragt haben, die genau aufgezeichnet hat, wo sozusagen die Handlungsfelder liegen. Und um die werden wir uns kümmern, da bin ich mir absolut sicher. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Landau. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ein bisschen erschrocken über die letzten beiden Redebeiträge, weil ich hätte mir schon gewünscht, dass man sich hier mit dem Inhalt
dessen, was da aufgeschrieben ist, und mit dem Problem auseinandersetzt und nicht einfach damit begnügt, die Vorrednerin zu beschimpfen. Das war ein bisschen arm. 2011 hat das Umweltbundesamt 23 Wirkstoffe aus Arzneimitteln im Trinkwasser entdeckt, 55 im Grundwasser, und bei Seen und Flüssen liegt die Zahl sogar im dreistelligen Bereich. Sicher nachgewiesen wurden bis dato etwas über 150 Wirkstoffe. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie untersuchte 2015 hessische Gewässer auf 89 Arzneimittelwirkstoffe und 15 Abbauprodukte. Weil nur das gefunden wird, wonach man sucht, ist von einer viel höheren Zahl an Medikamentenrückständen und deren Abbauprodukten auszugehen. Laut dem UBA gelangen täglich mehrere Tonnen Arzneimittelwirkstoffe in Böden und Gewässer. Das ist die Sachlage, und die muss man, glaube ich, ernsthaft betrachten. Die zuständigen Behörden und die Wasserversorger sind sich darin einig, dass die Konzentration dieser Stoffe im Rohwasser, sofern sie überhaupt nachgewiesen werden, alle im Mikrogrammbereich liegen und somit unbedenklich seien. Bedenklich ist aber, dass es so gut wie keine Forschungsergebnisse darüber gibt, wie dieser Cocktail an Wirkstoffen überhaupt auf tierische und pflanzliche Organismen wirkt. Das Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt fasst 2014 drei toxikologisch kritische Einflussgrößen zusammen. So wurden in Gewässern Stoffe entdeckt, die hormonartiges Wirkungspotenzial aufweisen, Stoffe mit gentoxischer Wirkung und Stoffe, die die Entwicklung von resistenten Bakterien fördern. In jedem Jahr gibt es mehr Informationen über negative Wirkungen von Arzneimittelrückständen in der Umwelt. Schon in geringsten Konzentrationen verändern sie das Sozialverhalten von Fischen, beeinflussen Bodenorganismen und können sogar von Pflanzen wieder aufgenommen werden. Die Forschung steht erst am Anfang, aber das Ende ist schon jetzt absehbar. Sichere Ergebnisse über alle möglichen Wirkungen aller freigesetzten Arzneimittel auf alle Organismen wird es nicht geben. Das Problem: Für Arzneimittelrückstände in Trink-, Grund- und Oberflächenwasser gibt es noch keine Grenzwerte, sondern nur Empfehlungen, die eingehalten werden können oder auch nicht. Und es ist fraglich, ob mit naturwissenschaftlichen Methoden überhaupt Grenzwerte erarbeitet werden können. Bei so viel Nichtwissen, aber einem nicht zu unterschätzenden Risiko, gilt das Minimierungs- und Vorsorgeprinzip. Das sieht auch die Bundesregierung so, hat aber nicht danach gehandelt. 2012 hat die linke Fraktion im Bundestag die Einführung einer umfassenden Risikobewertung bei der Einführung neuer Medikamente sowie eines herstellerspezifischen Rücknahmesystems gefordert. Weder gab es eine Mehrheit, noch hat die Bundesregierung diese Punkte aufgegriffen. Zur Sicherung der Qualität unseres Trinkwassers brauchen wir wirkungsvolle Strategien zur Verminderung von Arzneimittelrückständen in der Umwelt. Macht es der Bund nicht, müssen die Länder es eben vormachen. Diese Strategien dürfen sich nicht allein auf End-of-the-Pipe-Lösungen wie die Abwasserreinigung mit einer vierten Reinigungsstufe und die Trinkwasseraufbereitung konzentrieren. Sie müssen entlang des gesamten Lebenswegs von Arzneimitteln greifen. Das fängt an bei der Entwicklung von Medikamenten. Hier sollte auf eine bessere Abbaubarkeit der Wirkstoffe geachtet werden. Geht über verantwortungsvolle Verschreibung und Einnahme von Arzneimitteln bis hin zu deren Entsorgung. Und das gilt für Humanmedikamente genauso wie den Einsatz in Tierstellen. Auch eine Verringerung des Fleischkonsums und erst recht die Fleischproduktion nach strengen Regeln der Bioanbauverbände kann hier einen guten Beitrag leisten. Den Zusammenhang kriegen Sie nicht hin, das kann ich mir vorstellen. Um eine Reinigung von Abwässern mit einer vierten Reinigungsstufe kommen wir mindestens an den Hotspots der Einleitung nicht drumherum. Ein Großteil der Medikamentenrückstände und ihrer Abbauprodukte gelangen über menschliche Ausscheidungen in das Abwasser und über die Klärwerke in die Flüsse. Und die Orte, an denen wenigstens 20% dieser Abwässer anfallen, sind Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. In einem ersten Schritt sollten alle Klärwerke mit einer Einwohnergröße über 90.000 mit einer vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden. Das betrifft in Hessen ca. 13 Klärwerke. Man kann das nämlich auch als Stufenplan angehen. Und dann braucht man nicht mehr hier nur andere zu beschimpfen, wie Sie sich das vorstellen.
In einem zweiten Schritt folgt die Anlage mit einem Einwohnerwert in einer Größenordnung zwischen 50.000 und 90.000. Investitionen in der Größenordnung von 160 Millionen € seien bis 2021 vorstellbar, teilt die Hessische Landesregierung mit. Eine vierte Reinigungsstufe für die größten Kläranlagen, die neben den meisten Medikamenten auch noch Mikroplastik aus dem Abwasser filtern, ist sicher gut angelegtes Geld. Wir sehen hier das Land in der Verantwortung. Es kann nicht sein, dass das Land, wie bei der Nichtbeantwortung vieler Fragen in der vorliegenden Großen Antwort, sich mit dem Hinweis, dass die Trinkwasserbereitstellung oder die Abwasserbeseitigung die Kommunen zuständig seien, einfach aus der Verantwortung stiehlt. Sicher fallen diese Aufgaben in die Zuständigkeit der Kommunen. Es fällt aber in die Zuständigkeit des Landes, die Kommunen bei all ihren Aufgaben zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass die Kommunen auch genug Geld haben, diese Aufgaben zu erfüllen. Parallel zu den Klärwerken werden an den Hotspots des Medikamenteneinsatzes die Abwässer entweder dezentral vorbehandelt oder getrennt gesammelt. Und da, Frau Dorn, kann man sich nämlich sparen, jedem Patienten einzeln zu erzählen, wo er denn Pipi machen soll. Man kann einfach sagen, die Krankenhäuser sind die Stellen, wo wir gesondert mit dem Wasser umgehen müssen, indem man dieses Abwasser gesondert behandelt, indem man es nämlich nicht in die örtliche Kläranlage einleitet. An dieser Stelle sollten Hersteller und Inverkehrbringer von Arzneimitteln in die finanzielle Verantwortung zur Entfernung der problematischen Reste ihrer Wertschöpfungskette genommen werden. Wenn sich die in Hessen gut vertretene Pharmaindustrie an den Kosten für die Reinigung von Krankenhausabwässern beteiligen würde, wäre das eines der wenigen PPP-Projekte, das sich für die Allgemeinheit lohnen würde. Drittens muss das Land in der Landwirtschaft die Tierhaltung mit deutlich geringerem Einsatz von Antibiotika und Co. fördern, was in letzter Konsequenz eine Abkehr von der Massentierhaltung bedeutet. Darüber hinaus gehört viertens der verantwortungsvolle Umgang mit Medikamenten und die richtige Entsorgung von Altmedikamenten, genau wie die Grundzüge einer gesunden Ernährung und einer nachhaltigen, klimaschonenden Lebensweise in den Schulunterricht. Gehen wir diese Schritte, werden die Arzneimittelrückstände in unseren Gewässern zumindest nicht massiv ansteigen. Verschwinden werden sie nicht. Das Thema Wasser und Wasserversorgung wird uns in den kommenden Jahren noch sehr häufig beschäftigen. Ich finde es daher unverständlich bis unverschämt und dem Gegenstand überhaupt nicht angemessen, dass und wie die Hessische Landesregierung einen großen Teil der Fragen der SPD nicht beantwortet. Wir haben das Problem, dass in den Ballungszentren, allen voran Frankfurt am Main, der Wasserverbrauch steigt. Wir haben das Problem, dass z.B. Darmstadt oder Frankfurt ihren Durst schon lange nicht mehr aus Ressourcen von den eigenen Gemeindeflächen stillen können. Und wir haben das Problem, dass die Versorgung des Rhein-Main-Gebietes aus dem Hessischen Ried oder aus dem Vogelsberg immer größere ökologische Schäden mit ihren hohen Kosten verursacht. Der Klimawandel mit geringeren Niederschlägen und die wachsenden Ballungsräume verlangen nach neuen, nachhaltigen Konzepten, und hier ist das Wort nachhaltig ernst zu nehmen, der Wasser-, Ver- und Entsorgung. Es ist gut, die Kommunen bei der Erarbeitung neuer Konzepte zu unterstützen. Das und die Finanzierung von Pilotanlagen reicht aber nicht aus. Zur Sicherung unserer Wasserversorgung brauchen wir für die Wasserinfrastruktur ein in die Zukunft weisendes Investitionsprogramm. Das aber gibt es nicht. Dem Schwarzen Null-Fanclub möchte ich an dieser Stelle sagen, unterlassene Investitionen in die Zukunft sind nichts anderes als Schulden mit Zinseszins. Wollen Sie nicht auf dem Trockenen sitzen, werden die kommenden Generationen teuer für das bezahlen, was wir jetzt unterlassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat die Frau Abg. Wiebke Knell, FDP-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Die Sicherung der Verfügbarkeit und die nachhaltige Förderung von Trinkwasser sind daher entscheidende Zukunftsfragen. Deswegen ist es auch gut, dass wir hier im Parlament auch über das Thema Trinkwasser sprechen. Ob wir jetzt angesichts der Fragestellung in der Großen Anfrage alle zu Experten auf Ingenieurniveau werden müssen, wage ich einmal zu bezweifeln. Aber nun gut.
In Deutschland leben wir, was die Wasserversorgung angeht, in einem gesegneten Land. Wir haben ausreichend Wasser, und wir haben weder qualitativ noch quantitativ ein Problem mit der Wasserversorgung. Ich weiß nicht, wer schon einmal von Ihnen 4 Wochen nicht geduscht hat. Ich habe viel Zeit in Indien verbracht, in Kenia, Tansania. Es gibt nichts Besseres, als danach wieder unter einer Dusche zu stehen und den Mund dabei aufmachen zu können und Wasser trinken zu können. Wir können also sehr dankbar sein. Deswegen verstehe ich die Aufregung nicht. Oh, vielen Dank. Dennoch, auch wenn wir im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in der Welt genügend Wasser zum Trinken haben, so muss uns der prekäre Waldzustand im Hessischen Ried, der Wasserpegel des Edersees oder die Erholung von Werra und Weser ein Zeichen und Warnung zugleich sein, dass der Wasserverbrauch auch bei uns mit Artenvielfalt, Naturschutz und wirtschaftlicher Entwicklung aufs Engste verknüpft ist. Auch die Frage der Einträge ins Trinkwasser muss dauernd untersucht und immer neu bewertet werden. Klar ist aber auch, dass die Messmethoden immer genauer werden und deswegen auch minimalste Rückstände nachgewiesen werden können. Alarmismus und Panikmache ist aber deswegen nicht der richtige Weg. Stattdessen brauchen wir adäquates Monitoring und immer weitere Forschung in diesen Bereichen. Es gilt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Die Landesregierung hat mit der Förderung in einer 4. Reinigungsstufe in Bickenbach nun begonnen und ein Pilotvorhaben eingerichtet. Das ist unserer Meinung nach auch der richtige Weg. Wir müssen zusätzliche Erfahrungen in diesem Bereich sammeln, damit wir zukünftig wissen, wo und wie wir arbeiten müssen, dass wir bestimmte Einträge in unsere Gewässer vermeiden. Da müssen neben den bisherigen Pilotverfahren auch noch weitere Forschungsvorhaben vorgenommen werden. Bei der Beantwortung der mündlichen Frage meines Kollegen Dr. Blechschmidt im Augustplenum hatte die Ministerin deutlich gemacht, dass Fördermittel für weitere Maßnahmen gegen multiresistente Keime zur Verfügung stehen. Das ist ebenfalls ein richtiger Ansatz. Langfristig werden wir wohl kaum um eine zusätzliche Reinigungsstufe herumkommen, da der demografische Wandel und die fortschreitende Medizin zu weiteren Einträgen führen wird, die an der Quelle eben nur schwer bis gar nicht zu vermeiden sein werden. Ich halte abschließend fest, unsere Trinkwasserversorgung ist sicher. Wir können uns auf das Wasser aus dem Wasserhahn verlassen. Dafür können wir sehr dankbar sein. Das ist wichtig für die Menschen. Und diese Tatsache entbindet uns dennoch nicht von der Pflicht, auch in Zukunft immer besser zu werden. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr, Priska. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, zunächst einmal bin ich etwas verblüfft, dass die SPD, in dem Fall Frau Löber, mir vorwirft, dass die Kompetenz- und Verantwortungsverteilung im Land Hessen so ist, wie sie ist. Also, natürlich sind die Kommunen und die Abwasserverbände und Zweckverbände zuständig für die Trinkwasserleitungen und für die Abwasserleitungen und für die Kläranlagen. Das ist so. Und natürlich haben wir Förderprogramme auch zur Unterstützung der Kommunen, gerade was den Bau von Kläranlagen angeht. Aber die Kommunen tragen den Hauptteil, und das legen die natürlich um auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist völlig normal. Ich weiß gar nicht, dass Sie das heute erst festgestellt haben, Frau Löber, aber mir dann auch vorwerfen, finde ich ein etwas merkwürdigen Vorgang. Ich komme aber gern, ich will zu 3 Punkten im Wesentlichen etwas sagen und komme, weil es den Hauptteil der Reden eingenommen hat, gern erst einmal auf das Thema Spurenstoffe. Ja, es ist richtig, aufgrund der Tatsache, dass die Analytik weit voranschreitet, können wir immer mehr Spurenstoffe tatsächlich entdecken. Wir haben im Wasser sehr viele unterschiedliche Spurenstoffe, die möglichst minimiert werden müssen. Und eine Möglichkeit besteht in der Entwicklung bzw. in der Einrichtung von 4. Reinigungsstufen. Man muss aber wissen, dass die 4. Reinigungsstufen nur ein Teil der Problemlösung sind. Ein Teil. 60% der Spurenstoffe können durch 4. Reinigungsstufen überhaupt nicht
erfasst werden. Ja? Und deswegen machen wir ja auch Pilotprojekte, um zu schauen, wie das in den einzelnen Bereichen, gerade da, wo wir auch hohe Belastungen im Grundwasser haben, wie das überhaupt wirkt und wie man vierte Reinigungsstufen auch weiterentwickeln kann. Und da wir alle relativ neu mit diesem Thema umgehen. Die Spurenstoffstrategien in Hessen ist immerhin im Jahre 2014 begonnen worden. Im Bund ist sie im letzten Jahr begonnen worden. Haben wir tatsächlich noch viel zu lernen? Und ich halte es für richtig, dass wir hier Pilotanlagen machen, um auch Forschungsergebnisse mit einzubinden und dann zu überlegen, wie machen wir da weiter. Wir haben Ihnen, Frau Löber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, auf drei Seiten geantwortet, was wir in Sachen Spurenstoffstrategie machen. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht lesen, nicht zur Kenntnis nehmen. Sie können auch gerne zu den Veranstaltungen kommen, die wir da machen. Sie sind gern gesehene Gäste. Ja, Sie sind da gern gesehene Gäste. Oder lesen Sie auf der Homepage des HALNUG alles nach, was dort stattfindet. Da sind hochinteressante Beiträge und Vorträge. Und wir werden die Spurenstoffstrategie in diesem Jahr weiterentwickeln und natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Ländern. Weil man muss nicht überall das Rad neu erfinden. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben heftige Diskussionen zwischen den Bundesländern um die Frage, wie wirksam ist die vierte Reinigungsstufe. Und Baden-Württemberg hat sich entschieden, da viel Geld, viel Fördergeld reinzugeben. Und andere Länder sehen das völlig anders. Und wir sehen Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Löwe? Aber gerne. Also, aber gerne. Drücke mal drauf. Ja, Frau Ministerin, da Sie eben das HALNUG angesprochen haben, gibt es da denn Hochrechnungen, was die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie kosten würde, die das HALNUG umgesetzt hat? Weil wir haben ja eben Kollegin Dorn gehört, die das sehr lobend sagte, dass man da 20, 30 Millionen Euro in den Haushalt stellt. Man müsste das ja mal hochrechnen bis 2027 und die Gesamtkosten runterbrechen. Können Sie dazu was sagen? Frau Ministerin. Also, das wissen Sie, dass das HALNUG berechnet hat, etwa 2 Milliarden. Das hat aber jetzt überhaupt nichts mit der Spurenstoffstrategie zu tun. Also, da verwechseln Sie schon wieder zwei Sachen. Die Spurenstoffstrategie hat erst einmal nichts mit der Wasserrahmenrichtlinie zu tun, sondern die Spurenstoffstrategie entwickeln wir, um zu klären, wie minimieren wir Spurenstoffe über Arzneimittel, Chemikalien, möglicherweise auch Mikroplastik, Phosphat im Grundwasser. Und wie schaffen wir es, dass über das Verursacherprinzip möglichst wenig überhaupt ins Grundwasser gelangt? Das ist unsere Spurenstoffstrategie, und an der arbeiten wir. Ich fände es wirklich klasse, wenn Sie sich mit dem Thema gerne beschäftigen wollen, wenn Sie zu unseren Veranstaltungen künftig kommen würden. Meine Damen und Herren, wir überarbeiten aktuell die grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. Auch das ist dringend notwendig. Sie wissen, dass wir über unseren runden Tisch Tierwohl auch schon in mehreren Bereichen das Thema Arzneimittel für Medikamente für Tiere angegangen sind, gerade auch was das Antibiotika angeht. Es wird inzwischen weniger verabreicht in Hessen. Aber wir wollen auch eine Trendumkehr bei der Nitratbelastung, vor allen Dingen in den belasteten Gebieten in Hessen, erreichen. Hier wollen wir die fachliche Kompetenz beim Landesbetrieb Landwirtschaft und den oberen Wasserbehörden verbessern und stärken. Und wir sehen natürlich auch, das ist angesprochen worden von Frau Knell und ich glaube auch von Frau Schott, das Thema Trinkwasserversorgung durch einen stärkeren Wohnungsbau, vor allen Dingen im Ballungsraum. Da haben wir tatsächlich die Notwendigkeit, neue Planungen zu machen. Die alten sind vollständig überholt.
die Prognosen stimmen nicht mehr. Und vor allen Dingen müssen wir ja Überlegungen anstellen, die dann auch möglichst in die Praxis umgesetzt werden, wie der Wasserbedarf, möglichst der zusätzliche Wasserbedarf, möglichst auf dem eigenen Gemeinde- oder Stadtgebiet gedeckt werden kann, unter anderem auch durch die Frage, wie können wir zu stärkeren Brauchwassersystemen kommen. Es kann nicht sein, dass wir in den ländlichen Gebieten zusätzlich auf Dauer immer mehr fördern, um den Ballungsraum zu versorgen. Um da einen guten Ausgleich hinzubekommen, weil es natürlich den Leitungsverbund jetzt gibt, den wollen wir auch nicht abreißen lassen, aber wir wollen nicht, dass immer noch stärker Wasser zusätzlich gefördert wird, sind wir dabei, in dem Leitbildprozess einen Ausgleich zwischen Stadt und Land herbeizuführen. In diesem Leitbildprozess sitzen zusammen Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, der Wasserversorger, der Naturschutzverbände, weitere Interessensvertreterinnen und Vertreter, auch etliche Abgeordnete aus dem Parlament nehmen dort regelmäßig teil. Wir wollen den Prozess im nächsten Sommer möglichst mit einem gemeinsamen Ergebnis abschließen. Ich würde mich freuen, wenn auch hier mehr Abgeordnete nicht nur von den Koalitionsfraktionen, sondern auch von der Opposition teilnehmen würden. Es gibt dort eine gute Zusammenarbeit inzwischen unter der Leitung von Frau Staatssekretärin Dr. Tappeser ist man da weit vorangekommen. Wir können da jede Unterstützung brauchen. Ich glaube, auch für die Betroffenen ist es schön zu sehen, wenn sich die Abgeordneten insgesamt für das Thema interessieren. Insofern noch einmal meine herzliche Bitte, nehmen Sie daran teil. Wir wollen, dass die Trinkwasserversorgung, dass der Grundwasserschutz und der Ressourcenschutz hier Hand in Hand gehen. Und wir wollen für weiterhin gute Qualität des Trinkwassers und des Grundwassers in Hessen sorgen. Und deswegen freue ich mich über jede Zusammenarbeit mit Ihnen und von Ihnen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Große Anfrage besprochen.